bin ein Riesenfan. Hätten Sie gerne ein Foto mit ihm? Was halten Sie von einem Familienfoto? Da kommt, Leute. Schön, dass Sie hier sind. Bitte lächeln. Und noch eins. Wir haben all die großartigen Wissenschaftler hier. Kepler, Galileo, Newton. Und Hawking ist einer davon. Fantastisch. Mein Name ist Stephen Hawking. In den letzten 50 Jahren bin ich um die Welt gereist und habe die Zeit, den Raum und die Naturgesetze, die das Universum zusammenhalten, studiert und darüber doziert. Hals- und Beinbruch. Sagen Sie sowas nicht. Ich werde ein Auge auf ihn haben. Dieser Film ist eine persönliche Reise durch mein Leben, erzählt mit meinen Worten. Kommen Sie mit mir und Sie werden sehen, wie ich lebe und arbeite. Sie werden erfahren, wie ich zu dem wurde, der ich bin. Willkommen in meiner Welt. Wollen Sie Ihren Lunch in der Cafeteria einnehmen? Das liegt bei Ihnen. Ja. Ich muss nur Judith anrufen. Ich glaube, es würde ihn umbringen, wenn er in einem Heim wäre, in dem sich Pflegekräfte um ihn kümmerten. Das wäre das Ende. Er will entscheiden können, was er in seinem Leben tut. Er liebt das Fliegen, will ins Weltall und er war ein U-Booten. Er ist ein verrückter Mann und er ist mutig. Das hier ist das Schwesternzimmer. Wenn es einen medizinischen Zwischenfall gibt, rufen wir einfach den Notruf an. Aber wir können nicht viel tun, weil Stephen dieses Gerät zum Atmen braucht. Wenn das versagt, dann können wir nur unsere Sauerstoffflaschen nehmen und ihm Sauerstoff geben. Aber wenn es schlimmer ist, müssen wir ihn gehen lassen. Ich habe zwei Drittel meines Lebens mit der ständigen Bedrohung durch den Tod gelebt. Da jeder Tag mein letzter sein könnte, habe ich ein riesiges Verlangen, das Beste aus jeder einzelnen Minute zu machen. Ich bin 71 und gehe trotzdem jeden Tag zur Arbeit an der Cambridge University. Wir sehen uns später. Viel Spaß. Ein aktiver Geist ist gut für mein Überleben. Ebenso wichtig ist ein Sinn für Humor. Guten Morgen, Judith.
Vor dem Bewerbungsgespräch habe ich gedacht, er würde mich nach meiner vorherigen medizinischen Qualifikation befragen. Aber er wollte wissen, ob ich verlorene Eier kochen kann. Ich war damals 19 und habe gelogen. Ich hatte keine Ahnung, wie man das macht. Aber ich hatte den Job. Es ist keine Arbeit. Es ist eher so, als ob man einen Freund oder seine Familie besuchen würde. Steven hat mich beim Erwachsenwerden begleitet, also während der wichtigsten Zeit meines Lebens. Ein sehr privilegiertes Leben, dank Steven. Genießen Sie meine Gesellschaft? Vielleicht. Sie sind grausam zu mir. Ja. Wie Sie sehen können, hat meine Krankheit dafür gesorgt, dass ich vollkommen von den Leuten in meiner Umgebung abhängig bin. Vor 71 Jahren war es genauso. Ich wurde 1942 geboren, genau 300 Jahre nach dem Tod von Galileo. Meine Eltern waren in Oxford, wo mein Vater Medizin studierte und sich später auf tropische Krankheiten spezialisierte. Es heißt, dass man an der frühen Kindheit schon erkennen kann, wie der Mensch einmal sein wird. Vielleicht erinnert sich meine ältere Schwester Mary daran am besten. Steven war damals schon sehr schlau. In mein Puppenhaus hat er die Rohrleitung und das Licht eingebaut. Er liebt es zu gewinnen. Er wollte immer gewinnen. Wir konnten alle Dame spielen. Aber nachdem ich ihn einmal darin geschlagen hatte, begann er Schach zu spielen. Und ich habe ihn nie wieder besiegt. Ich habe als Kind viel Zeit allein verbracht. Ich wollte immer verstehen, wie die Dinge funktionieren. Von der Spielzeugeisenbahn bis zum ganzen Universum. Er hat sehr oft, sehr lange in den Himmel geschaut, auf die Sterne, und sich gefragt, wo das Ende in der Unendlichkeit liegt. Er konnte nicht verstehen, wie es etwas geben kann, das kein Ende hat. Unser Zuhause war immer sehr stimulierend für meine Geschwister und mich. Unsere Eltern waren Intellektuelle und wollten natürlich, dass ihre Kinder einen ähnlichen Weg gehen. Unsere Eltern waren in der Highgate Hampstead Intelligencer. In diesen Kreisen bewegten sie sich. Wir haben ständig geredet. Jeder hat geredet und diskutiert. Sehr oft über Theologie. Das ist ein gutes Thema für Kinder. Man braucht keine Fakten. Auf Außenstehende muss der Hawking-Haushalt etwas schrullig gewirkt haben. Aber es war der Ort, wo mein Geist ständig gefordert wurde. Es gab dort überall Bücher, doppelt bepackte Bücherregale, übereinander gestapelt, wo immer auch Platz war. Es war kein normales Haus. Die Kinder hatten viele Freiheiten. Ich war überwältigt von den Themen, die am Essenstisch diskutiert wurden. Themen, die bei uns zu Hause nie besprochen wurden. Sex und Homosexualität, das Für und Wider von Abtreibungen und anderes. Ziemlich ungewöhnlich.
Meine Eltern brachten mir als Teenager bei, alles zu hinterfragen und immer groß zu denken. Stephen hat in den frühen 50er Jahren nicht einen, sondern zwei Computer entworfen. Wir haben sie zusammen aufgebaut. So groß wie ein Kühlschrank. Die Dinger konnten logische Probleme lösen. Wenn diese Bedingung zutrifft und diese auch, dann... Und dann haben sie dir das dann ausgegeben. In der Schule nannte man mich Einstein, auch wenn ich nicht herausragte. Es war, möchte ich sagen, eine sehr kluge Klasse. Dass Stephen nach Oxford gehen würde, war sicher. Da unsere Eltern beide in Oxford waren und Stephen sehr klug, galt es als sicher, dass er auch dort studieren würde. Es gab ein paar Unstimmigkeiten zwischen ihm und Vater, was er studieren sollte. Vater plädierte für Medizin, aber Stephen hatte damit nichts am Hut. Er wäre wohl der schlimmste Arzt aller Zeiten geworden. Also gab es einen Kompromiss. Es wurde Naturwissenschaften mit Schwerpunkt Physik. Das Hauptaugenmerk in Oxford lag zu der Zeit nicht auf der Arbeit. Man sollte brillant sein, ohne eigene Anstrengungen, oder seine Unzulänglichkeit anerkennen und die Noten bekommen, die man verdiente. Wenn man hart arbeitete, um eine bessere Note zu erhalten, wurde man Grey Man, grauer Mann genannt. Das war der schlimmste Schimpfname damals in Oxford. Stephen und ich fielen beide nicht in diese Kategorie. Es gab für uns keinen Grund, hart zu arbeiten. Steve war sehr lustig. Er konnte ununterbrochen Witze erzählen. Sein spontaner Humor war seine große Stärke. Ich wurde Steuermann im Ruderclub der Uni. Ich habe die Freiheit, die Geschwindigkeit und natürlich auch das Befehle geben sehr genossen. Durch den Ruderclub entdeckte ich den besten Teil des Studentenlebens in Oxford: Partys. Ich habe einmal ausgerechnet, dass ich in den 3 Jahren an der Uni gerade einmal 1000 Arbeitsstunden hatte. Also etwa eine Stunde am Tag. Ich bin nicht stolz darauf. Es soll nur unseren damaligen Einsatzwillen beschreiben, den ich mit den meisten Studenten teilte. Unsere Kommilitonen sahen Steve als den brillantesten Kopf des Jahrgangs an. Seine Bemerkungen waren im wahrsten Sinne tiefgründig. Er war auffallend brillant. Die Frage war immer nur, würde er etwas aus seinem Intellekt machen? Wenn man Erfolg an der Menge der Champagnerempfänger, zu denen man eingeladen wird, erkennen könnte, müsste man wohl sagen, ich habe es geschafft. Ich bin heute der Ehrengast bei der Einweihung des Supercomputers Cosmos in Cambridge. Das ist einer der schnellsten Rechner der Welt. Er wird dafür sorgen, dass wir unseren Platz im Universum besser verstehen.
Stephen ist wahrscheinlich der bekannteste Wissenschaftler der Welt und seine Unterstützung ist unschätzbar wertvoll. Es ist ein großer Tag der theoretischen Kosmologie in Großbritannien. Der Ruhm ist sehr eigenartig für mich. Ich denke, ich bin ein Wissenschaftler, der das Glück hatte, an den fundamentalsten Mysterien des Universums zu forschen. Aber manchmal frage ich mich, ob ich vielleicht eher für meinen Rollstuhl und meine Krankheit bekannt bin, als für meine intellektuellen Erfolge. Während das Studium noch im vollen Gange war, wurde mir langsam klar, dass etwas nicht in Ordnung war. In meinem letzten Jahr in Oxford wurde ich immer tollpatschiger und fiel sogar ein-, zweimal ohne ersichtlichen Grund hin. Eines Abends ist dann etwas sehr Ernstes passiert. Ich kann mich daran erinnern. Steve fiel die komplette Treppe herunter, von Absatz zu Absatz. Er hatte das Bewusstsein verloren und konnte sich nicht mehr daran erinnern, wer er war. Oder wo er war. Es war eine sehr ernste Angelegenheit. Was ich damals noch nicht wusste, ist, dass dieser Sturz ein Warnsignal war. Allerdings habe ich es bald erkannt und begann mir Sorgen zu machen. Trotz meiner laxen Einstellung zum Studium schloss ich mit Auszeichnung ab und ging nach Cambridge, um meinen Doktor zu machen. Obwohl ich es in diesem Moment noch nicht ahnte, würde ich bald eine Diagnose erhalten, die mein Leben völlig verändern würde. Stephens Kommunikationsgeschwindigkeit hat sehr nachgelassen. Vor ein paar Jahren konnte er noch mit seiner Taste am Rollstuhl kommunizieren. Als das nicht mehr ging, bekam er einen Schalter für sein Kinn. Heute wird daran gearbeitet, dass wir Gesichtserkennung nutzen können. Dies ist eine Hochgeschwindigkeitskamera, welche uns erlaubt, jedes kleinste Detail der Mimik zu sehen. Das wird uns helfen, Ihre Kommunikation zu verbessern. Ich musste lernen, mit meiner langsamen Kommunikation zurechtzukommen. Schreiben kann ich, indem ich den Computercursor mit dem Kinnmuskel bewege. Eines Tages, fürchte ich, wird auch dieser Muskel versagen. Ich würde allerdings sehr gerne schneller sprechen können. Soll ich es auf Englisch umstellen? Ja? I'm buzzing. Ja? Ja? No. Ist das okay, Stephen? Ja? Ja? Ich verstehe das nicht, Stephen.
Manchmal macht er einen Fehler, löscht ihn, macht den nächsten Fehler und löscht diesen auch. Das kann sehr frustrierend sein. Man sieht förmlich, wie sich die Frustration steigert. Ich hoffe, dass die neue Generation von Software-Experten die kleinen Bewegungen meines Gesichts in eine schnellere Kommunikation verwandeln können. Ihre bisherige Software ist etwas veraltet. Ja, sehr veraltet. Aber da Sie sie sehr gut kennen, haben wir an der Autokorrektur gearbeitet. Selbst wenn viele Buchstaben daneben liegen, erkennt das System das richtige Wort. Das ist ein großer Fortschritt. Ich mag es. Es ist beeindruckend. Das hat sehr gut funktioniert. Was wir ihm gezeigt haben, hat ihm sehr gefallen. Jede Verbesserung wäre ein Erfolg. Und alles, was Stevens Leben nicht noch komplizierter macht, ist ebenfalls ein Erfolg. Vielen Dank. In 1962, im Alter von 20 Jahren, begann ich meinen Doktor in Cambridge. Ich wollte mich profilieren und traf auf meine erste wissenschaftliche Herausforderung. Zu der Zeit stritten sich zwei Theorien, wie das Universum beschrieben werden muss. Zum einen die Gleichgewichtstheorie, die besagte, dass das Universum immer bestand und für immer besteht. Und es gab die zweite, wesentlich aufregendere, die Urknalltheorie. Sie besagte, dass alles in einer riesigen Explosion entstand. Ich wollte etwas Licht in den Grund für den Urknall bringen. Aber plötzlich gesellte sich eine andere Herausforderung zu den bisherigen in meinem Leben. Ich verlor immer mehr die Kontrolle über meinen Körper. Ich wollte nicht, dass ich meine Familie Sorgen machte und versuchte, allein damit fertig zu werden. Als er zu Weihnachten von der Uni nach Hause kam, waren die Symptome so stark, dass er sie nicht mehr verstecken konnte. Sein Vater bestand darauf, ihn erst zu seinem Hausarzt zu bringen und dann zu einem Spezialisten in London. Also sind Stephen und sein Vater nach Weihnachten nach London gefahren, in St. Bartholomew Hospital. Ich war zwei Wochen im Krankenhaus. Es wurden viele unangenehme Tests an mir durchgeführt. Sie nahmen Proben meiner Armmuskel und steckten Elektroden in mich hinein. Dann wurde ich geröntgt. Es wurde amyotrophe Lateralsklerose diagnostiziert, auch ALS genannt. Die Prognose war nicht gut. Mir wurden 2 bis 3 Jahre gegeben. Es war schwer zu sagen, wie Stephen es aufnahm. Er hat nicht drüber geredet. Da er nichts an der Krankheit ändern konnte, wollte er wohl nicht darüber sprechen. Oder auch nicht, dass andere darüber sprachen. Er wirkte depressiv und hat es emotional nicht akzeptiert. Die ganze Familie zerbrach daran. Es war für jeden ein Schock. Meine Tante wurde kreidebleich in dieser Nacht. Wir alle dachten, er hätte nicht mehr lange zu leben. Es war schwer zu ertragen, dass ich nicht wusste, was passieren würde oder wie schnell. Die Ärzte empfahlen mir, nach Cambridge zu meinen Forschungen zurückzukehren.
Allerdings machte ich wenig Fortschritt und würde wahrscheinlich nicht lange genug leben, um meinen Doktor zu beenden. Ich fühlte mich schwermütig und begann Wagner zu hören. Als ich Wagners Todesverkündigung das erste Mal hörte, kurz nach der Diagnose, hat mich die Musik sehr beeindruckt. Ich konnte mich sehr gut damit identifizieren und kann es heute noch. Wie sich herausstellte, sollte ich nicht sterben. Zu Beginn schien die Krankheit schnell voranzuschreiten. Dies schien sich mit der Zeit zu verlangsamen und ich begann auch, Fortschritte mit meiner Arbeit zu machen. Was allerdings wirklich alles veränderte, war, dass ich mich verliebte in Jane Wilde, die ich etwa zu der Zeit meiner Diagnose kennenlernte. Ich hatte etwas, wofür ich leben wollte. Er war lustig und exzentrisch. Ich verlor mich in seinem breiten Lächeln und seinen wunderschönen grauen Augen. Sie sind der Grund, warum ich mich verliebte. Wir wollten der Krankheit trotzen. Wir wollten den Ärzten trotzen. Und wir wollten die Zukunft herausfordern. Jane war schön und zart und scheinbar unbeeindruckt von meiner Krankheit. Liebe und Verlobung war genau die Motivation, die ich brauchte. Wer verheiratet ist, braucht einen Job und für einen Job braucht man einen Abschluss. Aus diesem Grund arbeitete ich erstmals in meinem Leben hart. Überraschenderweise gefiel mir das. Stephen fand zurück in die Spur und begann ihr zu folgen. Es war wahnsinnig aufregend zu sehen, wie er aus der Depression heraus eine neue Lust am Leben fand. Ich verstärkte meine Anstrengungen, die großen Fragen der Kosmologie der frühen 60er betreffend, da ich gewahr wurde, dass ich möglicherweise nicht viel Zeit haben würde. Hatte das Universum einen Beginn oder nicht? Viele Wissenschaftler widersprachen instinktiv der Idee des Urknalls, weil es den Anstrich der Schöpfung hat. Die Hand Gottes. Religion hat für mich nichts in der Physik verloren und ich fragte mich, ob der Urknall geschehen konnte, ohne dass Gott den Anstoß dazu gegeben hätte. Der Schlüssel war die Theorie der schwarzen Löcher. Roger Penrose hat zu dieser Zeit untersucht, was passiert, wenn ein Stern unter seiner eigenen Gravitation kollabiert.
Penrose behauptete, der Stern würde in seine Teilchen zerfallen bis zum Punkt der geringsten Dichte, an dem selbst die Zeit keine Rolle spielt. Er nannte dies eine Singularität, das Herz des schwarzen Lochs. Als ich mich damit beschäftigte, hatte ich noch nie von Stephen gehört. Wir trafen uns privat. Er war jemand, der schnell verstand und interessante Fragen stellte. Ich arbeitete unablässig, um zu erfahren, ob ich die Idee einer Singularität auf das gesamte Universum übertragen könnte. Und plötzlich hatte ich es. Ich arbeitete heraus, dass das Universum bei seinem Beginn ebenfalls eine Singularität war. Die Zeit stoppt. Man hat den Anfang erreicht. Es gab keine vorherige Zeit, die einen Grund für das Universum hätte geben können. Es hat sich spontan selbst kreiert im Urknall. Die Arbeit von Stephen zeigte, dass es einen einmaligen Sonderfall gab, welcher keinen Grund in einem vorherigen Universum hatte. Man könnte also sagen, dass diese Theorie vom Beginn des Universums spricht. Indem ich die Frage nach der Schöpfung stellte, die von Physikern verneint wurde, hatte ich gezeigt, dass es nach den Naturgesetzen keinen Schöpfer geben musste. Das Universum hat sich aus sich selbst heraus erschaffen. Durch die Ergebnisse, den Urknall und das wahrscheinliche Entstehen des Universums betreffend, konnte ich meine Doktorarbeit aufwerten. Ich bewarb mich für ein Forschungsstipendium am Gonville und Caius College, welches ich auch zugesprochen bekam. Das Geld des Stipendiums gab Jane und mir die Möglichkeit zu heiraten. Dies taten wir im Juli 1965. Die kleine Kapelle war voller Gäste. Stephen war gestützt auf einen Stock und sein Arm wurde immer schwächer. Für unsere Flitterwochen fuhren wir zu einer Physikkonferenz an der Cornell University. Dort erfuhr ich, dass Stephen eine zweite Geliebte hatte, mit der ich die Ehe teilen musste. Die Physik. Nach den Flitterwochen kauften wir ein Haus in der Little St. Mary's Lane im Zentrum von Cambridge. Im März 1966 vollendete ich meine Doktorarbeit mit der tatkräftigen Hilfe von Jane, die unzählige Stunden an der Schreibmaschine zubrachte, um sie abzutippen. Diese Arbeit stärkte meine Reputation. Stephen profilierte sich mit dieser Arbeit. Für die Kosmologie ist es äußerst wichtig zu wissen, dass es einen Urknall gab. Es ist auch wichtig zu wissen, wie es war und wieso es war, wie es war. Denn wenn man die Spur der Natur zurückverfolgt, landet man unweigerlich beim Urknall. Der Fakt, dass es ein einmaliger Vorfall war, ist ein großer Teil des Verstehens. Stephen, ich mache eine kurze Zusammenfassung meiner Doktorarbeit, wenn das in Ordnung ist. Meine frühe Arbeit gab eine Antwort auf die Frage, wie das Universum entstand.
Allerdings gibt es noch viele andere Dinge zu entdecken. Schwarze Löcher müssen strahlen. Ich begleite in Cambridge eine neue Generation von Kosmologen. Diese schlagen sich mit immer schwierigeren Fragen herum. Ich genieße diese Arbeit sehr. Man könnte auch sagen, die Schwarzschildlösung existiert nicht, weil sie strahlen. Darüber muss ich erst mal nachdenken. Er ist jeden Tag im Büro. Und ich meine damit, dass er für uns da ist, wenn wir ihn brauchen. Das ist ein großes Privileg. Es war mir immer wichtig, meinen Enthusiasmus und meine Begeisterung zu teilen. Es gibt nichts Besseres als diesen Heureka-Moment, wenn man etwas gefunden hat, was vorher niemand wusste. Ich würde es nicht mit Sex vergleichen. Es hält länger an. Zu meinem nächsten großen Heureka-Moment kam es, als ich es am wenigsten erwartete. Im Herbst 1970 konzentrierte ich mich auf die Erforschung der schwarzen Löcher. Jane und ich hatten nun zwei Kinder, den dreijährigen Robert und die kleine Lucy. Eines Abends im November, ich machte mich für das Bett fertig, kam mir eine Idee. Mir war klar, das würden nur Kosmologen begreifen, aber es würde meine Reputation verbessern. Wir saßen beide auf den verschiedenen Seiten des Bettes. An diesem Abend brauchte er länger als gewöhnlich. Also fütterte ich das Baby in aller Ruhe fertig. Plötzlich sagte er, ich denke, ich habe ein Problem gelöst. Ich hatte eine Offenbarung darüber, was geschieht, wenn schwarze Löcher kollidieren und verschmelzen. Mir wurde klar, dass die Oberfläche des neu entstandenen schwarzen Lochs nur größer werden könnte, niemals kleiner. Das mag unbedeutend klingen, aber es zeigt fundamentale Eigenschaften des Universums. Auch wenn nur wenige Physiker damit etwas anfangen können würden, war ich sehr aufgeregt. Ich schrieb das Regelwerk für schwarze Löcher. Nun würde meine Stimme Gehör finden. Ich wusste, dass etwas sehr Wichtiges geschehen war und dementsprechend war ich aufgeregt. Man sah ihn in der Welt der Physik schon als jemanden mit großem Potenzial. Diese Entdeckung würde man allerdings nur mit seinem Namen in Verbindung bringen. In den frühen 70ern begann meine Karriere und mein Verstehen des Universums zu blühen. So sehr allerdings mein Geist vor Selbstbewusstsein strotzte, so sehr baute mein Körper ab. Zu Hause war ich mehr und mehr auf Außenstehende und auf die Hilfe von Jane angewiesen, um morgens aufzustehen, mich anzuziehen und zur Arbeit zu gehen. Und in der Universität brauchte ich die Hilfe meiner Studenten. Unterschreiben wir das? Ja. Ich traf Stephen 1972 in Cambridge, als er mein Doktorvater wurde. Er saß in einem Rollstuhl, den man schieben musste. Einige meiner Aufgaben bestanden also darin, ihm beim Essen und Trinken zu helfen, ihn herumzufahren und solchen Dingen. Wir hatten also eine ziemlich ungewöhnliche Beziehung. Damals sprach Stephen noch mit seiner eigenen Stimme. Sie war allerdings schon sehr schwach und es war nicht leicht, ihn zu verstehen. Mm-hmm.
Auf unseren Reisen war ich somit des Öfteren sein Dolmetscher. Wenn sein Gegenüber ihn nicht verstand, wiederholte ich das von ihm Gesagte. Obwohl ich immer mehr in meinem Körper gefangen war, war mein Geist glücklicherweise davon nicht betroffen. Ich hatte neue, große Fragen, zu denen ich die Antwort finden wollte. Meine Reputation zu dieser Zeit hatte sich etabliert und war auf dem Höhepunkt. Aber meine nächste Entdeckung sollte alle vorhergehenden Theorien von Kosmologen in alle Winde zerstreuen. Meine neuen Überlegungen betrafen die Teilchen am Rand eines schwarzen Lochs, die hineingezogen werden und verschwinden. Zu meiner Überraschung fand ich heraus, dass einige Teilchen überleben und flüchten können. Diese Entdeckung verhöhnte alles bisher Dagewesene. Zuerst dachte ich, es müsste ein Fehler sein. Ich erinnere mich daran, dass er sich mit diesem Problem beschäftigte und daran, dass er die Quanteneffekte der schwarzen Löcher herausarbeitete. Wenn Steven über ein Problem nachdenkt, ist er besessen davon. Es war eine sehr intensive Zeit. Er hätte sich mit spielenden Kindern umgeben können, bekam aber von all dem nichts mit. Wie der Denker von Rodin, mit dem Kopf auf seinen Händen, begleitet von lauter Wagner-Musik. Ich war dabei außen vor. Nach monatelanger erschöpfender Arbeit fand ich heraus, wonach ich gesucht hatte. Entgegen aller gängigen Theorien über schwarze Löcher entdeckte ich, dass sie Partikel absondern, wie ein fiebriger Körper Wärme abstrahlt. Das bedeutet, theoretisch könnte ein schwarzes Loch verschwinden. Ich brachte meine Entdeckung am Valentinstag 1974 auf einer Kosmologenkonferenz in Oxford, einem großen Publikum, dar. Wir kamen zum Ende und es herrschte absolute Stille im Saal. Ich kann es noch vor mir sehen, wie der Versammlungsleiter aufsprang. Doch anstatt zu sagen, oh, ich muss Ihnen danken für diesen bemerkenswerten Vortrag, Professor Hawking, rief er, das ist absurd, sowas habe ich noch nie gehört. I've never heard anything like it. The whole place was a buzz. Im Saal wurde getuschelt. Die Leute konnten nicht glauben, was sie gehört hatten. Meine kontroverse Entdeckung schockte die Welt der Physik. Aber sie wurde bekannt als Hawking-Strahlung. Ich bin stolz auf diese Entdeckung. Das war ein bemerkenswertes und wichtiges Ergebnis, weil es die Relativität und die Quantentheorie und die Thermodynamik vereinte. Und in der Physik geht es um die Vereinigung von Ideen. Physics is really all about unifying ideas. These three subjects. Diese drei Gebiete wurden zusammengeführt und es war das erste Mal, dass so etwas geschah. Hin und wieder erhält man in der Physik ein Ergebnis, das so wunderbar ist wie ein Bonbon auf der Zunge. Ich war so wahnsinnig stolz auf Steven, auf was er erreicht hatte. Nach der Veröffentlichung meiner Theorie der Hawking-Strahlung und einer späteren Entdeckung über explodierende schwarze Löcher folgte ein internationaler Preis auf den nächsten.
Im Frühling 1974 wurde ich in die Royal Society eingeführt, eine der prestigeträchtigsten Vereinigungen von Wissenschaftlern. Nun wurde mein Name in einer Reihe genannt mit Isaac Newton und Charles Darwin. Ein Jahr später erhielt ich die Goldmedaille für Wissenschaften von Papst Paul VI. Mit 32 Jahren war ich begeistert von solchen Ehrungen und den aufregenden neuen Möglichkeiten. In 1974 begannen die Türen für mich weit offen zu stehen. Ich wurde gebeten, eine Professur am California Institute of Technology in Los Angeles zu übernehmen. Das bedeutete einen Umzug mit der ganzen Familie. Die Verlockungen der amerikanischen Westküste waren unwiderstehlich. Wir waren mitten in einer Revolution, der Anwendbarkeit der Quantenphysik bei schwarzen Löchern. Ich hatte große Hoffnungen auf ein Jahr besserer Forschung für kalifornische Wissenschaftler, meine Forschungsgruppe und andere. Durch Stephen. Das Leben in Kalifornien unterschied sich sehr von dem in Cambridge. Ich hatte nun ein großes Einkommen und ein großes Haus, nur einen Steinwurf von der Uni entfernt. Amerika hätte auch auf einem anderen Planeten sein können. Wir schwammen im Luxus. Keine Kosten wurden gescheut, um uns willkommen zu heißen. Und Stephen bekam einen elektrischen Rollstuhl. Obwohl wir in Amerika allen modernen Komfort hatten, wurde es immer klarer, dass Jane überfordert war. Sie kümmerte sich um zwei Kinder und einen schwer kranken Mann. Es wurde zu viel. Ich wusste nicht, wie ich das schaffen sollte. Und so kam mir die Idee, dass wir den Studenten, die nach Kalifornien kamen, ein Bett anbieten sollten. Als Gegenleistung für Hilfe im Haushalt. Das ist natürlich nicht die normale Beziehung zwischen einem Studenten und seinem Doktorvater, aber für mich war es ein guter Deal. Ich lebte mietfrei und im Gegenzug hatte ich Stephen im Haus zu helfen, beim Waschen, beim Essen und so weiter. Helping him with meals and things like that. Aber die Begeisterung über das neue Leben wurde rüde unterbrochen durch meine Krankheit. Die Symptome waren nicht mehr umzukehren und wurden schlimmer. In diesem Jahr verlor er die Kontrolle über seine Hände. Zu Beginn konnte er noch Gleichungen berichtigen, wenn auch mit Schwierigkeiten. Am Ende des Jahres ging dies nicht mehr. Physisch war es also eine schwere Zeit. Durch den Verlust seiner Hände entwickelte er allerdings eine besondere Art zu denken. Er manipulierte in seinem Kopf Formen und Strukturen. So machte er wesentlich schnellere Fortschritte als jeder andere von uns. Ich war gezwungen, durch das Universum meines Geistes zu reisen und versuchte, die Art seines Funktionierens zu visualisieren. Er konnte sich in Lichtgeschwindigkeit über die Grenzen des Wissens bewegen und sah Dinge, die niemand sonst sah. Durch seine Behinderung musste er neue Wege und Mittel finden.
Probleme in meinem Kopf zu wälzen, wurde meine hauptsächliche Methode. Während um mich herum die Leute in Konversation versanken, war ich abseits, allein mit meinen Gedanken über das Universum. Als wir im Sommer 1975 aus Kalifornien zurückkehrten, schien durch meine Krankheit vieles unsicher. Jane und ich machten es uns deshalb gemütlich im normalen Familienleben. Und um dieses alltägliche Leben zu erleichtern, beschlossen wir, uns einen Studenten als Hilfe ins Haus zu holen. Ich wusste, dass Stephen Hawking ein brillanter Wissenschaftler war und dass er teilweise beeinträchtigt war. Mir wurde auch erzählt, dass seine Stimme sehr schwach sei, sodass es lange dauern könnte, bis ich ihn verstünde. Wegen Stephens Krankheit war kein Tag wirklich normal. Er hatte diese riesigen Batterien für seinen Rollstuhl und hatte unter dem Sitz Platz. Also habe ich diesen Raum mit den Batterien vollgeladen. Stephen wusste nichts davon. Fuhr einen Hügel hinauf und als er so 10, 20 Meter von mir entfernt um die Ecke biegt, sehe ich, wie er langsam zurückrollt. Er fiel in die Büsche. Es ist schon alarmierend, wenn man sieht, wie der Herr der Gravitation vom Gravitationsfeld überwältigt wird und in die Büsche fällt. Ich ging zu ihm, um zu helfen, und er war natürlich ziemlich sauer. Wahrscheinlich war es gut, dass ich nicht alles verstehen konnte, was er sagte. Obwohl meine Krankheit einen immer stärkeren negativen Einfluss auf mein Leben hatte, verweigerte ich jegliche Pflege. Ich war mir sicher, dass ich um mich herum ein Team aufbauen könnte, das sich auf seine Art um mich kümmern würde. Wir hatten keine Schwestern am Institut. Das war meine Rolle. Ich kümmerte mich um ihn. Möchten Sie darauf antworten? Ich musste ihm die Nase putzen, die Haare kämmen, wenn sie ihm in die Augen fielen. Wenn er aß oder trank, konnte das große Probleme mit sich bringen. Auch für mich, da ich über keine medizinische Ausbildung verfügte. Er hatte diese heftigen Hustenanfälle. Man hatte das Gefühl, er könnte daran ersticken und sterben. Ich fühlte mich verantwortlich dafür, dass er die beste Pflege bekam. Aber es war sehr angsteinflößend zu wissen, was hätte passieren können. Eines Nachts hatte Stephen einen der schlimmsten Hustenanfälle und ich wusste nicht, was ich tun sollte. Alles wackelte, die Fenster, die Türen. Es war eine der schlimmsten Erfahrungen und hätte schlimm enden können. Obwohl ich arbeiten und leben konnte, war ich nicht in der Lage, die Belastung zu erkennen, die ich für die Menschen um mich herum darstellte. Allen voran meine Frau, Jane. Ich erkannte die zwei Seiten unserer Situation. Die eine war das öffentliche Image, das Wunderkind der Physik, das seine ALS besiegt hat und in seinem Rollstuhl durch die Welt reist, um Ehrungen und Medaillen entgegenzunehmen.
Die andere Seite war unser tägliches Leben, in dem uns die Krankheit manchmal in unser eigenes schwarzes Loch gezogen hat. Der Verfall meiner Gesundheit war eine ständige Erinnerung daran, dass mir die Zeit davonlief. Trotz des Druckes für meine Familie beschloss ich, einem lebenslangen Wunsch zu entsprechen und ein Buch zu schreiben über den Anfang des Universums. Ich wollte, dass es von Millionen gelesen wird, überall auf der Welt. Wie ein guter Groschenroman. I did not think it would work. Ich glaubte nicht daran, dass es gehen würde, weil es einfach keine solchen Groschenromane wie dieses Buch gibt. Ich war mir sicher, dass das Volk wissen wollte, wie das Universum begann. 1984 war das erste Kapitel komplett. Es herrschte ein großes Interesse an ihm. Er war eine öffentliche Figur. Jeder Verlag in der Stadt war an dem Buch interessiert. Wir hatten den Vertrag fertig zur Unterzeichnung und ich hörte, dass er in Chicago sein würde. Also habe ich dort auf ihn gewartet. Das Auto parkte, dieser Gentleman stieg aus und öffnete die hintere Tür. Er hob etwas heraus, was aussah wie eine lebensgroße kaputte Puppe, setzte sie in den Rollstuhl und plötzlich erwachte diese Puppe zum Leben. Als die Hand den Hebel zu fassen bekam, begann sich der Rollstuhl zwei-, dreimal zu drehen und förmlich abzuheben. Ich saß in meinem Auto und Brian rief: "Bist du das? Peter Guzzardi?" "Ja", sagte ich, "ich bin's." Und er: "Dann folge uns, das ist Professor Hawking." Ich habe bei Peter unterschrieben und meine Arbeit am Buch fortgesetzt. Ich versuchte, alles so simpel wie möglich auszudrücken und dachte, es wäre mir gelungen. Aber Peter war nicht überzeugt. Ich war ziemlich enttäuscht. Es würde schwierig werden. Aber ich dachte, mit etwas Einsatz und Gottes Hilfe würde vielleicht etwas Wunderbares geschehen. Der Blitz würde einschlagen oder so. Der Blitz schlug tatsächlich ein, aber nicht so, wie Peter es gedacht hatte. In diesem Sommer verbrachte ich meine Ferien in der Schweiz, um mich vom Schreiben zu erholen. Während ich dort war, bekam ich eine Lungenentzündung, die sehr gefährlich war. Ich wurde in ein künstliches Koma versetzt und hing an den Maschinen. Die Ärzte dachten, es wäre vorbei und fragten meine Frau, ob sie die Maschinen abstellen sollten. Sie sagte nein. Schlussendlich bestand sie darauf, dass ich nach Cambridge zurückgebracht würde. Ich erinnere mich noch. Ich ging gut gelaunt durch die Tür und war geschockt, als ich ihn sah. Es ging ihm sehr, sehr schlecht. Er war sehr krank. Es sah nicht gut aus. Er hätte sterben können. Man sagte uns, er könne nicht atmen. Wir wussten, wie schwach er sowieso schon war. Er war vorher schon krank gewesen. Es sah aus, als sei die Zeit für ihn abgelaufen. Die Wochen auf der Intensivstation waren die dunkelsten in meinem Leben. Ich kämpfte so lange gegen meine ALS an. Ich war nicht darauf vorbereitet, so leicht aufgeben zu müssen. Slowly the drugs began to work.
Langsam begannen die Medikamente zu wirken und es ging mir besser. Allerdings hatten die Chirurgen einen Luftröhrenschnitt an mir durchführen müssen. Ich hing an einem Beatmungsgerät. Das Resultat war, dass ich nun nicht mehr sprechen konnte. Ein Leben ohne richtige Kommunikation lag vor mir. Das war eine schwere Zeit. Man fragte sich, wird er jemals wieder sprechen können? Und wie soll er arbeiten, wenn er nicht reden kann? Also ja, das waren düstere Zeiten. Alles schien vorbei zu sein. Meine Karriere, ich konnte mein Buch nicht beenden. Die Anspannung für alle war sehr groß. Es war schwer, sich vorzustellen, dass Steven aus dieser Sache je wieder rauskommen würde. Die Wochen wandelten sich in Monate. Und allen wurde klar, dass ich durch das Beatmungsgerät nun auf permanente Beobachtung und Pflege angewiesen war, um am Leben zu bleiben. Wie man sich vorstellen kann, änderten sich die Dinge dramatisch. Sie brauchten einen 24-stündigen Pflegedienst. Es war klar, dass das ihr Leben auf den Kopf stellen würde. In dem Moment, als die Krankenschwestern ins Haus kamen, änderte sich alles. Das war schwer für alle, für die Kinder, für mich. Zu Hause war nicht länger zu Hause. Es gab keine Privatsphäre mehr. Die Wände hatten Ohren. Ich wurde trotz der familiären Spannungen durch die Krankenschwestern kräftiger. Ich war allerdings immer noch in meinem Körper gefangen. Für eine Weile konnte ich nur über das Heben der Augenbrauen kommunizieren, während jemand auf Buchstaben auf einem Stück Pappe zeigte. Alle Gedanken an Arbeit oder die Beendigung des Buches lagen in weiter Ferne. Aber dann kam ein unerwarteter Schimmer der Hoffnung über das große Wasser. Ein Physiker rief mich an und sagte, ich weiß, dass Sie an Computersystemen für ALS-Patienten arbeiten. Da gibt es jemanden in England. Er ist Physikprofessor. Er kann nicht mehr sprechen. Das System hieß Equalizer. Auf dem oberen Bildschirm war eine Reihe von Buchstaben und auf dem unteren eine Reihe von gebräuchlichen Wörtern. 36 Stück. Er konnte zwischen beiden wählen und begriff das sehr schnell. Es war atemberaubend, wie schnell er das gelernt hat. Ich konnte meine rechte Hand genügend bewegen, um das System zu bedienen und die Wörter zu schreiben. Endlich konnte ich wieder kommunizieren. Ich wollte unbedingt die Zeit aufholen, die ich durch die Lungenentzündung verloren hatte. Peter Gussardi hatte mir ein paar Notizen geschickt, Änderungswünsche für mein Buch. Aber ich brauchte eine Hilfe für das Umschreiben. Ich brauchte einen Vermittler. Die Leute in Amerika waren über unsere Fernsprecheinrichtung zu hören. Steven schrieb seine Antworten mit dem neuen System auf den Bildschirm und man musste es dann ins Telefon vorlesen.
Wir haben es also zusammengeschustert. Ich denke, das ist der richtige Begriff. Ich hatte keine Ahnung, was auf Stevens Seite vor sich ging. Es schien so, als würde er Steven überreden, dass es okay war. Immer dann, wenn Steven dachte, wieso zur Hölle verschwende ich meine Zeit damit, diesem Idioten diesen elementaren Stoff zu erklären. Nach monatelanger Arbeit war das Umschreiben fertig. Keiner von uns wusste, ob sich das Buch so verkaufen würde, wie wir es wollten. Aber was wir tun konnten, war, ihm einen Namen zu geben. Eine kurze Geschichte der Zeit. Es zu den Druckereien zu schicken und zu warten. Überraschenderweise verkaufte sich das Buch hervorragend. Es war schnell ausverkauft. Als es auf die Bestsellerlisten kam, waren wir natürlich überrascht. Es war eine angenehme Überraschung. Es war nicht so, dass irgendjemand hätte sagen können, wir haben gewusst, dass das Ding ein Hit wird. Es war nicht zu erwarten, dass es die Bestsellerlisten anführen würde. Und das nicht nur hier, sondern auch in Deutschland, Slowenien, Frankreich, Italien, einfach überall. Man hoffte, jemand hätte da das Mysterium des Lebens entschlüsselt. Es wurde zu einem Wettlauf, immer genug Kopien in den Läden zu haben. Bald waren 1 Million Exemplare verkauft. Es war sehr befriedigend. In den 38 Jahren, in denen ich in diesem Business arbeite, hatte ich kein Buch, das so lange an der Spitze der Listen war. Es war toll, wie gut es funktionierte. Er inspirierte die Menschen. Sie beschäftigten sich mit der Geburt des Universums. Dieses Buch sorgte dafür, dass die Leute über dieses Thema redeten. Professor Stephen Hawkings Buch Eine kurze Geschichte der Zeit ist ein ungewöhnliches, aber erfolgreiches Phänomen. Eine kurze Geschichte der Zeit wurde jetzt 8 Millionen Mal verkauft. Das populäre Buch über seine Theorien ist an der Spitze der amerikanischen Bestsellerliste. Das überaus erfolgreiche Eine kurze Geschichte der Zeit von Stephen Hawking. Eine kurze Geschichte der Zeit blieb über 4 Jahre in den Bestsellerlisten und kam deswegen ins Guinness-Buch der Rekorde. Bis heute wurden 10 Millionen Exemplare weltweit verkauft. In den folgenden Jahren wurde viel Aufhebens gemacht um mein Buch. Ich wurde international bekannt. Es wurde in 40 Sprachen übersetzt. Delighted to welcome Professor. Wir sind erfreut, Professor Hawking willkommen zu heißen. Ich wurde in Talkshows eingeladen. Die Leute sehen Sie als Genie, nicht nur als Behinderten. Ich hatte sogar einen Gastauftritt in meiner Lieblings-Science-Fiction-Serie Star Trek. Sie bluffen. Schon wieder falsch, Albert. Ich genoss die mediale Aufmerksamkeit und dass die Menschen die Physik des Universums besser verstanden. Aber bald wollte die Presse mehr über mich wissen, über meine Krankheit, meine Familie. Bekannt zu sein machte ihm Spaß. Und er begrüßte es auf eine Weise, die nicht unbedingt gut war für seine Familie, für seine Kinder. Also ein weiteres Problem in der Ehe. Wir wurden verschlungen und weggespült von dieser riesigen Welle des Ruhms und Glücks. Und ich muss sagen, es wurde zu viel für mich. Ich denke, das war der Zeitpunkt, an dem unser Glück zerbrach. Als wir uns trennten, schien es, als würde mir jemand den Teppich unter den Füßen wegziehen.
Die Erde öffnete sich darunter und verschluckte mich. Die Ehe war mein Sinn und Zweck. Ich brauchte eine Weile, um mich selbst zu finden. Es wurde klar, dass wir auseinandergehen würden. Wir trennten uns 1990 und ließen uns 1995 scheiden. Im selben Jahr gab ich meine Verlobung mit Elaine Mason bekannt und heiratete noch einmal. Elaine war eine meiner ersten Krankenschwestern. Über die Jahre kamen wir uns sehr nahe, und als es zwischen mir und Jane nicht mehr klappte, suchten wir beide Trost und Liebe in neuen Beziehungen. Elaine kam Stephen näher als jede andere der Schwestern. Wenn er reiste, wollte er sie immer dabei haben. Es war eine enge Beziehung. Meine Ehe mit Elaine war leidenschaftlich und stürmisch. Sie hat mir mehrere Male das Leben gerettet und wir waren 11 Jahre zusammen, bevor wir uns 2006 scheiden ließen. Der Tiefpunkt war, als die Presse grundlos behauptete, ich würde zu Hause misshandelt. Meiner Meinung nach war das ein tiefer Eingriff in unsere Privatsphäre und das war eine schmerzvolle Zeit für uns beide. In der Öffentlichkeit zu stehen, hat Nachteile. Das öffentliche Leben hat allerdings auch Vorteile. Sehr oft schauen berühmte Menschen mit einem Interesse für das Universum bei mir im Büro vorbei. Manchmal sogar Astronauten. Ich bin bekannt für etwas, das ich vor mehr als 40 Jahren getan habe. Wir haben nach den Sternen gegriffen und sie erreicht. Aber ich denke, er hat viel mehr verdient. Er ist analytisch und philosophisch. Das kommt sicher durch das Wissen um den Anfang und das Ende des Universums. Ich wollte immer einmal durch das Weltall reisen. Kürzlich konnte ich eine ähnliche Erfahrung machen bei einem Schwerelosigkeitsflug. Während dieses Momentes war meine Krankheit verschwunden. Ich war frei. Ich denke, die anfänglichen Anstrengungen von Pionieren wie Buzz
müssen auf das nächste Level gebracht werden. Eines Tages werden Menschen andere Planeten kolonisieren. Und die Reisen durch das All werden überlebenswichtige Normalität. Bis dahin hoffe ich, dass ich einer der ersten normalen Menschen bin, die ins All geschossen werden. Allerdings bräuchte ich dabei etwas Hilfe. Es gibt keinen Menschen auf der Welt, den wir lieber ins All schicken würden als Stephen Hawking. Und Sie wissen, wir bieten keine Freitickets an. Aber er war diese eine Person, bei der wir es machen wollten. Wir haben ihn dazu eingeladen. Er hat zugesagt und als ich ihn traf, sagte er mir, wir sollten uns beeilen, er hätte nicht ewig Zeit. Er würde nicht ewig leben. Wir hoffen, dass das nächstes Jahr soweit sein wird. Er glaubt, wenn er es ins All geschafft hat, kann er alles schaffen. Ich habe mein ganzes Leben davon geträumt. Und da meine Räder immer noch fest mit der Erde verwachsen sind, werde ich noch etwas weiter träumen. Eine berühmte Person muss sehr viel Zeit in sein öffentliches Leben investieren, so auch bei mir. Was das angeht, bin ich dankbar für mein Team. Man ist der Pförtner in dem Spiel. Es gibt normale Fanpost, Sachen von religiösen Leuten, denen es nicht behagt, dass Professor Hawking scheinbar keinen Gott hat. Von diesen Gottbriefen gibt es eine ganze Menge. Und dann gibt es Briefe von Behinderten und seriösen Wissenschaftlern, Leute voller Bewunderung für ihn und was er erreicht hat. Er ist eine Kultfigur und genießt es. Es ist schön zu sehen, dass er sich immer noch mit allem um ihn herum befasst. Wenn Sie also das Innere eines schwarzen Loches erforschen wollen, wählen Sie besser ein großes aus. Viele haben nach einem Loch dieser Masse gesucht. Gefunden wurde noch keines. Das ist schade, weil, wenn Sie es gefunden hätten, hätte ich jetzt einen Nobelpreis. Wenn man mich vor 40 Jahren gefragt hätte, ob ich mir vorstellen könne, vor einem ausverkauften Saal zu sprechen und Teil der Populärkultur zu sein, hätte ich gelacht. Aber wenn der Zeitgeist die Leute dazu bringt, das Universum in Frage zu stellen, ist das okay für mich. Stephen Hawking, the world's smartest man. What are you doing here? Wenn Sie nach Streit gesucht haben, haben Sie ihn gefunden. Er will Leuten etwas beibringen. Man darf sich selbst nicht zu ernst nehmen, egal wie intelligent man ist oder wie wichtig die Arbeit, die man macht. How important the work you're doing is. This is Jim's phone. Wenn ich zu einer Talkshow gehe, versuche ich immer unvorhergesehene, zumeist irrwitzige Wege zu gehen. Viele haben Dumm und Dümmer gesehen und denken, ich wäre so. Also dachte ich, es wäre doch super, wenn ich mit dem klügsten Mann der Welt auftauchen würde. Entschuldigung. Hallo? Hallo, Jim. Ich bin's, Stephen. Oh, hi, Stephen Hawking. Ich kann es nicht glauben. Er war wunderbar. Er war fantastisch. Ich habe geglaubt, dass er sich selbst sehr ernst nimmt. Aber wie es scheint, war es sehr spannend für ihn, sich über die ganze Sache lustig zu machen. Ich wollte Sie anrufen, um Ihnen zu sagen, wie erfreut ich bin, dass Sie so aufgeregt wegen der ekpyrotischen Theorie sind.
Sie ist der Wahnsinn. Versuchen Sie gar nicht erst, es ihnen zu erklären. Ihre Erbsenhirne können die Idee einer Welt mit einer Bran gar nicht erfassen. Ja, ich weiß. Es war toll, wie er meine Dialoge gespielt hat und wie engagiert er war. Gut, ich muss jetzt auflegen. Ich muss mir noch Dumm und Dümmer anschauen. Ich bewundere die Brillanz des Films. Sie sind ein Genie. Nein, Sie sind ein Genie. Nein, Sie. Nein, Sie. Nach der Arbeit hat sich so etwas wie eine Freundschaft entwickelt. Also wurde ich in sein Haus eingeladen. Einer der Höhepunkte des Abends war es, als ich ihn fragte, ob er mir für ein Foto mit dem Rollstuhl über den Fuß fahren könnte. Ich wollte ein Foto mit einer Grimasse voller Leid und Schmerz. Es war wunderbar, mit ihm zu reden, ihm wichtige Fragen zu stellen, wie zum Beispiel, wie viele Higgs-Teilchen braucht man, um eine Glühlampe reinzuschrauben? Ich glaube, daran knabbert er immer noch. Aufgepasst! Es war eigenartig und auch lustig zu sehen, auf welche Art ich dargestellt wurde. Sehr seltsam war es aber zu sehen, wie ein Schauspieler mich in meinen frühen Jahren spielt. Ich fühlte eine große Verantwortung, sein Leben richtig zu erzählen. Ihm ist so viel passiert. Der Gedanke, einen funktionstüchtigen Geist zu haben, der in einem Körper eingesperrt ist, ist angsteinflößend. Eine Sache, die ich auf jeden Fall richtig treffen wollte, waren die Stadien seiner Krankheit und die Instabilität und Furcht, die sie mit sich brachte. So kleine Details wie eine Treppe, die plötzlich unüberwindbar ist. Gefühle der Verletzbarkeit. Ich denke, als er jünger war, war er jemand, der die Ärmel hochgekrempelt hat und einfach loslegte. Und die Resultate sind Beweis genug. Der Mann wird in Zusammenhang mit den komplexesten Ideen genannt. Wir setzen Ihnen einen Hut auf, Steven. Sehen Sie? Was für ein Hut. Ein Gangsterhut. It's the dog. Ein weiterer Vorteil, eine öffentliche Person zu sein, ist es, dass man zu gewissen Dingen eingeladen wird. Heute bin ich bei der Eröffnungsfeier der Paralympics. Das ist eine große Ehre. Seit der Entstehung der Zivilisation wollen die Menschen die grundlegende Ordnung der Welt verstehen. Es scheint etwas Besonderes zu sein an den Randbedingungen des Universums. Und es darf keine Grenze für menschliches Streben geben. Bei den Paralympics geht es um eine Änderung der Sichtweise auf die Welt. Wir sind alle verschieden. Es gibt keinen Standard für einen Menschen. Aber wir teilen alle den menschlichen Geist. So schwer das Leben auch gerade erscheint, es gibt immer etwas, das man tun kann und in dem man erfolgreich sein kann. Die Spiele bieten den Athleten die Möglichkeit, hervorzustechen.
Lasst uns gemeinsam die Leistung, die Freundschaft und den Respekt feiern. Good luck to you all. Viel Glück euch allen. Mein Gott. Ich fühle, dass meine größte Leistung in den 71 Jahren auf dieser Welt ist, dass ich die Menschen inspirierte, über den Kosmos und ihren Platz darin nachzudenken. Da ich nicht an ein Leben nach dem Tod glaube, ist für mich der Gedanke umso wichtiger, dass wir nur eine kurze Zeit auf der Erde haben und das Beste daraus machen sollten. Ich genieße die Zeit mit meiner Familie und meinen Freunden und trotz aller Schwierigkeiten bin ich immer noch auf der Suche nach den Mysterien des Universums. Steven's been ill since he was. Seit er 20 ist, ist er krank. Man beschäftigt sich mit dem drohenden Verlust und stellt irgendwann fest, dass er nicht droht. Ich glaube, es gibt noch so vieles, was er wissen will. Stellen Sie sich vor, wie schlimm es wäre, wenn alle Fragen beantwortet wären. Steven macht weiter, bis er unter der Erde ist. Man hört ja nie auf zu denken. Steven war immer entschlossen zu überleben. Und immer wenn er krank ist, denke ich, oh Gott, ich hoffe, er kommt da durch. Aber er schafft es immer. Er hat so einen enormen Willen zu leben. Und ich bin sicher, es gibt sowas wie einen Lebenswillen. Es gibt viele Gründe, wieso er noch lebt. Ein Grund ist, dass er bei weitem der dickköpfigste Mensch ist, den ich kenne. Er ist einer der wenigen, die hinter die Grenzen des Wissens sehen können, erkennen, wie die Dinge wirklich sind und damit die Richtung für die Forschung vorgeben. Die Forschung, die dann beweist, ob er recht hat oder nicht. Sich von einer Scheidung zu erholen, ist sehr schwer. Zuerst ging es, aber es wurde schwieriger. Später aber konnten wir uns wieder treffen. Wir telefonieren etwa alle 2 Wochen. In all diesen Jahren war Steven ein großer Teil meines Lebens. Meine Jugend, meine Kinder. Das kann ich nicht einfach wegwischen. Ich will es auch nicht. Das wäre selbstzerstörerisch. Ich bin stolz auf Steven. And I'm very, very proud of what Steven has done. Life has thrown at me. Das Leben hat mir Gutes und Schlechtes gegeben. Vielleicht ist es die menschliche Natur, dass wir uns anpassen und überleben. Jedenfalls für mich ist es so. Ich habe die meiste Zeit meines Lebens mit der Aussicht auf einen frühen Tod verbracht. Ich habe keine Angst davor, aber ich habe es auch nicht eilig. Ich will noch so vieles herausfinden und tun. Also bis hierhin. Auf Wiedersehen. Und vielen Dank, dass Sie mich begleitet haben auf einer Reise durch meine Welt.